Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary The Legion PvP. Wenn ihr auch was einschicken wollt, Infovideo ist in der Videobeschreibung oben wie immer für euch verlinkt. Heute mit Durell, vergelter Paladin, Schlacht um Gnaeus. Und Freunde, ist das ein aufgeräumtes Interface, hätte ich was gesagt. Hätte ich nicht bei diesen sehr schönen, ja, extra Action-Buttons da und nicht gerade schon Eifer gesehen. Freunde, ein Vergelter, der mit Eifer spielt, sehr schön. Die meisten haben da dieses überspringende Richtorteil. Hier haben wir Eifer mit zwei Aufladungen, macht körperlichen Schaden und ermöglicht dann überspringende Angriffe im Folgenden, die allerdings mit jedem Überspringen auch abnehmen. Ne? Ganz interessant, vor allem natürlich in Massen-BGs, ob es hier in Schlacht um Gnaeus richtig zur Geltung kommt, werden wir jetzt mal sehen. Ansonsten sehr schön hier eine große Stun-CD-Anzeige von Gegnern in der Nähe vielleicht, dass er weiß, wann ist da alles raus, wann kann er ziehen hier von Paralyse und Fußweger vom Monk bis hin zum Sturmblitz vom Krieger jetzt hier direkt reingegangen. Richturteil sitzt, sonnige Vergeltung wird hier angeworfen. Jawohl, Aschenwelle geht da direkt hinterher mit dem Stun rausgegrabt. Schade, aber der Burst auf den Hexer sitzt natürlich von den anderen hier. Jawohl, Death-CDs reingezogen und jetzt gilt es einfach Klingen der Gerechtigkeit und die entsprechenden Urteile des Templars hier auf Nacken zu hauen. Sehr schön und der Dicke, der versucht hier nur noch wegzurennen. Habt ihr das gesehen? Wieder, ah, ich komme den Berg nicht hoch. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Mit Furorkrieger drauf. Jawohl, und da schützt natürlich die Antimagische nicht. Sehr, sehr schön gemacht, ja, Freunde. Das, Ladies and Gentlemen, das war bloß. Wenn Vergelter mit Flügelchen und ein Furorkrieger mit Kampfschreie auf euch zugestürmt kommen, dann macht ihr vor allem eins, nämlich das Licht aus bei euch. Haben wir gerade gesehen. Sehr schön hier Wasserwerke. Ziemlich safe, aber wie sieht es bei den anderen Basen aus? Wollte ich gerade sagen, das war eigentlich zu safe, ne? Das war schon ein bisschen zu safe. Freunde, ansonsten, wie gesagt, Interface finde ich sehr, sehr ordentlich. Ich sag mal ordentlich diesmal, ne? Ja, er hat nicht über übersichtlich gesagt und kompakt ist das nicht toll. Und Aktionsleisten sehr schön. Darüber die wichtigsten Fähigkeiten nochmal mit schönem Leuchteffekt, ne? Paladin-like hier. Wunderbare Sache. Ansonsten Stunts-Anzeigen des Todes. Ja, wunderbare Sache. Team-Anzeigen mit Specs noch und nöcher. Sehr schön noch eine etwas gedingenere Action-Bar da über den entsprechenden Schadens- und Heilungsmetern. Sehr nice und übersichtlich meiner Meinung nach. Und auch entsprechend kann man sich gut reinfuchsen. Ja, wieder mit dem Stun natürlich. Aschenwelle war eben auch schon raus. Jawohl, jetzt hier direkt auch mit den Gegenschlagsmöglichkeiten, die der Paladin Sachen Dev-CDs ziehen kann. Ist ja kein Dev-Waller hier, meine Güte, kommt einem auch so vor. Ne? Die Dev-CDs hat auch einen sehr nervösen Finger auch dran. Wunderbar, jetzt mit den Proxy hier reinpfeffern, heilige Macht verbraten. Das war's dann da auch schon für den Kollegen. Oder das werden wir mit BFA vermissen, ne? Freunde, müssen wir auch sagen, der Aschenbringer oder der immer mal so eine Fähigkeit kopierte, den göttlichen Sturm projiziert nach vorne. Oder hier sehen wir da, ne? Tesha lacht, transmogt von Agramar in Argus oder im Antorus-Raid kann das Ganze ja droppen. Sehr schön da einfach mal die entsprechenden Finisher-Moves hier am Kopieren. Die Anzeige links, Freunde, ich weiß nicht, ob mir die gefällt. Das muss ich jetzt so sagen. Also es ist natürlich schön im PvP, wenn man so ein bisschen die Hard-CDs vom CC bis zum Kick von allem, was einen so umgibt, da parat hat. Aber ich finde, das sieht auch ein bisschen, oder? Also für mich wäre es nichts. Ich sag mal so, für mich wäre es persönlich nichts. Aber wenn man natürlich drauf steht jetzt, ne, und immer die CDs perfekt ziehen will, wenn gerade eh alle Kicks in einem Radius von 7000 Metern raus sind, ne, dann kann man sich das safe sein. Also Gottes Hymne wäre jetzt ein guter Moment, ne. Ein Stun ist raus, 4 ist raus. Insofern, easy life. Ja, und die Horde, Freunde, sie rennt mal wieder, ne. Muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich kann auch alle 3 Sekunden natürlich jetzt hier Urteil des Templars und Stun und hier ein bisschen slow mit rein. Brünner jetzt hier rangezogen. Mit Flügelchen direkt Aschenwelle in die Fresse bekommen. Nächster Versuch hier hinterher. Jawohl, wunderbar. Das muss ich gar nicht so sagen. Vorher frühstückt einfach hier ab, ne? Es leuchtet, es blinkt. Bubble mit rein. Sonnige Vergeltung. Kombo-Punkte bzw. heilige Macht aufbauen und dann verbraten mit dem Urteil. Dann sind die auch schon weg. Also der Burst, der ist hier von unserem Pala on point. Ja, und das ist auch so ein Fall, wenn ich da im Gegnerteam wäre, dann würde ich wieder fragen, hat dieser Mann denn kein CD auf seine zornige Vergeltung? Ne? So kommt das hier schon wieder ein bisschen vor. Wirklich sehr, sehr schön. Aber wir sehen, er hat sie 2 Minuten dann natürlich in die Fräse. Ja, ansonsten Palarote, da gehe ich jetzt immer gar nicht drauf ein. Das ist, denke ich, auch, habt ihr gesehen, da auch sehr schön gerade, wo der Gebietsname aufgeblitzt ist, da so ein bisschen mittig rechts. Sah sehr schön sieht das aus, oder? Tolle Sache, gerade Zone verlassen und so, die Anzeige sehr, sehr nice. Sehen wir hier wieder, wie es da links jetzt auch hochsteckt. Ansonsten müssen wir natürlich Richturteil drauf, verstärkt die Finisher, Aschenwelle mit rein, füllt direkt heilige Macht auf und dann versuchen mit der Klinge der Gerechtigkeit, die haben wir sie gerade gesehen, schon aus dem Boden geschossen, der wunderbare Kritz auf Nacken erzielen und dann einfach mit dem Urteil des Templars das Ganze hier weg finishen. Wunderbar, wie auch mit der Slowhand arbeitet, die ich ja auch gern mal vergessen. Ne? Wunderbar, diese ganzen Hände des Paladins. Eine Hand auflegen, Hand der Freiheit und so ein Kram. Da muss man immer gucken, wo man jetzt genau die Hand auflegt und wem auch. Ey, kann man ja Verbündeten geben. Hier haben wir gerade gesehen, die Slowende, die dann von oben runterfällt. Ne? Früher hieß das Ganze mal Hinrichtungsaufschub, hat was völlig anderes gemacht. Ja, aber runterfallende Hände erinnern mich immer an diese schöne Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich die zuletzt gesehen habe. Krieger kommt wieder rein. Natürlich, das lassen sich natürlich jetzt auch nicht bieten. Eine Null-Basen-Allianz, da müssen sie jetzt natürlich was machen. Hier direkt die erste kleine Soft-Bubble, nenne ich sie immer, springt direkt an. Wunderbar, wenn die Zas splattert wird, dann gibt es auch noch ein bisschen AOE in die Fräse. Das heißt, egal was du eigentlich machst gegen das Ding, du wirst gepunished. Ne? Denkst du, löse ich nicht aus, kriege ich in die Fräse, dann macht sich der Pala kaputt, gehst du ran, dann kriegst du, ne, dann wirst du so von der Blase zerstört, Junge. Die Blase muss platzen, Kumpelblasen-Style. Grüße an SpongeBob an dieser Stelle. Oder es ist auch völlig geistkrank. Sehr schön jetzt hier mit der Hand des Schutzes. Natürlich viel körperlicher Schaden. Einfach mal die nächste Softbubble hier rausgehauen. Jawohl, oh, links diese CDs, Alter. Sie ficken ein bisschen in mein Gesicht rein. Das muss ich sagen. Guckt euch an, jetzt das Pala-Battle. Nächster Stun ist raus. Kann er den jetzt mal? Kann er den mit ein paar günstigen Procs? Vielleicht Krieger kommt aber ran mit heldenhaften Spiel.
Sprung aus Yashin. Er hat ja definitiv die Crits so ein bisschen auch auf seiner Seite. Aber da kam auch noch ein Dev-CD vom anderen Vergelter. Schade, aber wunderbar gemacht. Hat gesehen, da sind jetzt wirklich nur Milici mit körperlichen Schaden. Rainer und Klaus und Forstica, Eisige Winde, Syndragosa und auch Heulende Böe, die gehen natürlich durch. Aber Hand des Schutzes macht eben immun gegen körperlichen Schaden. Und der konnte jetzt natürlich wunderbar die ganzen Krieger da einfach mal outplayen. Sich ein bisschen eine ruhige Minute verschaffen, indem die dann sicherlich auch das Target switchen, anstatt da sinnlos auf ihn drauf zu kloppen. Das war gerade sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön gelöst quasi mit ja dem klassischen Bubble-Ersatz. Ne, ihr wisst, wenn ich selber Pala spiele, so als Guffeltwink, habe ich das in solchen Situationen gar nicht auf dem Schirm. Ziehe einfach meine Bubble und fertig. Er hält hier sogar an, um sich einen Gesundheitsstein mitzunehmen. Ne, Freunde, das ist natürlich so ein bisschen der Next-Level-Shit hier. Ja, das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich mit meinem Guffeltwink XY hier in die Schlacht reite. Und wir sehen, er hat auch den Fuchs. Er hat den Fuchs mit Rüstung, Freunde. Ne? Fuchsiger Kollege hier, ne? Ein Sparfuchs, man weiß es nicht. Tolle Sache. War das gerade eine Enemy-Katze? Nein, das war unsere. Ne? Ja, für die Horde hier die Katze, tolle Sache. Punktemäßig, Freunde, dafür, dass hier so viel passiert, sieht das gar nicht so gut aus, ne? Wenn wir gucken, die Allianz liegt immer noch vorne. Die Horde jetzt mit zwei Basen, das tickt da alles in aller Ruhe. Und jetzt, ja, sehr schön, jawohl, instabiles Gebrechen gekickt. Da macht der Hexer einfach nichts mehr, ne? Er wirft dann noch sein CD an, Alter, der erste. Tappt da schon, da kommt auch noch die nächste Katze. Die kommt vielleicht ein bisschen spät und einfach den Hexer hier einfach aus dem Leben geböllert, Digga. Da hat er nichts mehr gemacht. Der hat noch sein CD gezogen, wo er eigentlich mehr Bonusschaden verursacht hat. Hier nicht einen, doch, er hat Agonie drauf bekommen. Schöne Sache, einmal Agonie durchgetickt. Ein spontan hier draufgezimmert, wunderbar. Und guckt euch an, ne, die Katze, wie sie einfach leidet, Mann. Wunderschönes Pala-Gameplay vom Und wir wissen, Paladin, wenn der krittet, ist halt wirklich böse. Und wir haben auch Artefakt-Trades. Und wenn er günstig Nederlicht-Tiegel geprockt bekommt, dann kann man auch den Schaden und auch die Crit-Chance von Klinge der Rechtschaffenheit, Klinge der Gerechtigkeit, wie hieß das Ding jetzt, Junge? Paladin, alles immer so gesetzestreu, ne? Alles so mit Gleichgewicht und Gerechtigkeit, tolle Sache. Unsere Klinge entsprechend, ne? Wenn die dann aus dem Boden fährt und schön reinkrittet und man vielleicht noch eine Skillung entsprechend hat, wo die auch Bonus-Crit-Zahlen erzielen kann, dann machst du einfach nichts, ne? Da denkst du dir, boah, das war bestimmt der Finisher. Nein, es war nur der Crit des Aufbauers. Und dann kommt erst das Urteil des Templers in deine Fratze. Sehr schön, jetzt hier gegen den Monk. Die dritte der aufgehenden Sonne hat da Karma drauf. Das ist natürlich unangenehm. Das sieht er nicht. Da drückt er sich. Jetzt nur unnötig selber in die Phrase. Auch Aschenwelle geht noch mit rein. Sturm, Erde, Feuer ist gezogen beim Monk. Jetzt die richtige Bubble. Die braucht er jetzt auch. Und jetzt natürlich Jason. Der Monk hat die CDs auch raus. Furorfeuer sind raus. Slow hinterher. Rolle ist raus. Sturm, Erde, Feuer ist raus. Er versucht jetzt Aufladung wieder zu kriegen. Er versucht ein bisschen Zeit zu schinden. Schießwehre ist drauf. Heilt ihn natürlich auch ein bisschen gegen. Jetzt mit dem Stun. Da kam gerade die Klinge gefahren. Da kommt das Urteil. Da kommt der nächste Brock hinterher. Da blockt er jetzt auch die Milie-Text. Und das war's hier für unseren Monk. Sehr, sehr schön gemacht. Einfach auf Nacken da, mit dem flammenden Teschalach, frisch aus der Titanenschmiede, durchgezimmert. Sehr, sehr schön, Paladin, und auch ein sehr angenehmer Flow, muss man einfach mal dazu sagen. Was ich bisher jetzt nicht gesehen habe, ist groß die Arbeit mit Eifer. Ne? Zwei Aufladungen hat das Ding ja, das sehen wir da auch gut angezeigt. Ne? Insofern ist halt immer schwierig in solchen Runden da gerade. Jetzt haut das raus, jetzt habe ich es gerade gesagt, jetzt haut er einfach mal rein hier, um das Ganze so ein bisschen noch brocken zu lassen. Sehen wir da oben jetzt auch die entsprechende Brockanzahl, die da jetzt eben überspringen können. Insofern, das ist natürlich auch so eine Sache im PvP, ne, wenn man da seine Rota Smash, wenn man da die Proxy bekommt, hat man vielleicht auch selten Platz eben, um den einzustreuen. Und gerade im Single-Target ist es natürlich dann auch wasted, draufzusetzen, dass du halt das überspringst. Deswegen spielen ja viele und auch ich, weil ich ein fauler Hund bin und wie gesagt, ja, sonst wie vierte Twink ist bei mir, der Paladin, ne, spiele ich einfach mit der Passiva, dass das Urteil überspringen kann. Also das Richturteil, ne, nicht das Urteil des Templers, das wäre vielleicht auch wieder weniger Balance. Jetzt hier sehr schön mit dem göttlichen Ross, mit der Hand der Freiheit und jetzt mit der Hand des Schutzes hier am Befreien versuchen, ob der CD jetzt so gut war gegen den spammenden DK da mit der heulenden Börfer. Versucht ja einfach Land zu gewinnen und das schafft er auch zum Heiler hin. Wunderbar, musste aber auch einiges dafür ziehen. Das muss man jetzt hier auch entsprechend anerkennen. Da war wirklich einiges gerade an CDs am Verbraten. Und Freunde, so ist das, ne, lieber ein zu viel als ein zu wenig. Direkt an den Krieger ran mit dem Stun. Da ist auch ein Freecast, Naelishami, da kommen die Lava-Eruptionsproxy und das war's, der Hexer auch nebenbei. Syndragosa fliegt, der Forstwicker da hinten irgendwie gesnärt oder am Längen. Man weiß es nicht, steht da mit seinen eisigen Winden, kommt gar nicht ran, um da viel Schaden zu verursachen. Sehr schön, haben wir auch den poppenden Bubble-Schaden gesehen. Der poppende Bubble-Schaden, das klingt so falsch, aber ihr habt's gesehen, ne? Das Ding war kaputt, das ist explodiert. Dazu noch die Pala-Fähigkeiten, noch und nöcher in die Fresse und dann machst du nichts mehr. Sehr schöner Arcana-Strom hier. Solange er noch so ist, ruhig nutzen im PvP. Schön den AOE-Silence hier auf den Hexer sehen. Die Klinge auf Nacken, Junge. Von unten in den Nacken geschossen. Einfach wunderschön. Zerstört hier. 11-1 verdient, meiner Meinung nach. Also ganz, ganz smoothes Gameplay hier, definitiv. Und beim Pala ist es so, im Gegensatz zum Krieger, es fühlt sich teilweise ein bisschen schwächer an, was man macht. Also ich, wenn ich jetzt ein BG aufnehmen würde mit dem Furorkrieger und wechsle dann auf den Paladin, es fühlt sich zwar ein bisschen flüssiger, ein bisschen smoother an, aber ich finde, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, von ist vielleicht ein RP-Faktor, sehe ich das nur so. Ich finde, die Angriffe, die wirken nicht so krass, wie wenn du beim Furorkrieger so mit Kampfschrei und Artefakt so reinzimmerst, weißt du. Paladin ist immer Richturteil, hier ein bisschen aufbauen, hier Urteil des Templers. Das ist so eine ganz, ganz, weiß ich nicht, es fühlt sich an, als ob du so auf Stoff klopfst, weißt du, so vom Gefühl her. Wie gesagt, deswegen finde ich schön, hier einfach die Crit-Zahlen zu sehen, die Klinge, und dann haut er die einfach genauso weg. Es ist ein anderes Gefühl vom Spiel.
spielen her. Mit der Buße. Nein, holt er sich raus. Oder wurde er rausgeholt? Das war der Kollege von hinten. Ne? Schön gestand hier im Frost. Ja, das war der Frostmage. Da hinaus wäre kein Problem. Zimmer so schnell weg. Da kommt jetzt die Katze. Da kommt der nächste Krieger. Kann er sich da rausbefreien? Leider im Stun. Jetzt der FCD läuft aber rausgezogen. Hier, er tankt die auch weiter im Frost. Aber Katze mit Überlebensinstinkten. Dann auch da hinten. Guten Retztimer hier bekommen. Sehr, sehr gut. Kann er direkt nochmal versuchen, was zu retten. Aber da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu retten. Ne? War guter Druck, um die da ein bisschen zu halten. Aber ansonsten den Frostiker, den kriegen sie da bestimmt nicht mehr. Das war ein bisschen viel für unseren Paler. Da halfen auch die CDs im Stun nichts mehr viel. Sehr, sehr schön. Dudu hier auch entsprechend mit dem Baum des Lebens und den schönen Heilungsprox in die Fraser. Haben wir ja letztens erst gesehen, dass so ein Dudu-Heiler, ne? Auch wenn viele aktive Dudu-Heiler von euch geschrieben haben, da ist natürlich Verbesserungsbedarf. Da auch gestalten kann man natürlich gerne beiden. Und viele fanden es auch untypisch, dass da nur Nachwachsen durchgeballert wird. Aber Heilung am Ende hat auch für sich gesprochen. Also die unterschiedlichen Spielweisen hier. Und dazu ist ja letztendlich auch da, dass man einen Einblick bekommt in die verschiedensten Interfaces, Spielweisen, whatever. Deswegen finde ich das auch sehr schön. Und deswegen finde ich es auch schön, dass, wenn das eure Klasse ist, ihr da entsprechende Kommentare da lasst. Deswegen auch nochmal Shoutouts an die letzten Parts und alle, die da ein bisschen was dagelassen haben. Und letztendlich freuen sich die Spieler hier sicherlich auch über euer Feedback oder auch eure Fragen. Erinnere mich da auch an ein BG, ich glaube, es war Frostika oder auch Vergelter, wo eine übelst lange Addon-Diskussion nach unten entstanden ist. Das finde ich ist natürlich auch eine schöne Sache. So, jetzt hier drauf der Paladin. Jetzt wird Rache geübt. Vendetta, es wird eine Blutrache geben. Da ist wieder die Bubble gepoppt. Habt das gesehen? Das macht auch Schaden, Freunde. Das macht wirklich Schaden. Gerade in so einem AOE-Fein. Jetzt hier die miteinander, Freunde. Den sehe ich gerade in seiner Meta das erste Mal schön reingezimmert. Diesmal mit Eifer. Habt ihr gesehen? Diesmal hat das gezogen. Diesmal sind da auch schön entsprechende Zahlen angekommen. Und das haben die Allies hier auch gerade gespürt. Hier der Hunter schön zu Ross einfach mal weggefertigt. Wunderbar. Da kommt er so schnell gar nicht ran. Krieger mit Execute. Was da alles gerade geflogen ist. Hier brauche ich gar nicht aufzusehen. Der Hexer, der Shami. Hier sind einfach gerade alle Hordler versammelt gewesen, um die Basis zu defen. Haben jetzt auch gleich 1200 Punkte. Da sollten die letzten 300, denke ich, auch noch ganz gut drin sein. Guter Job auch allgemein von der Horde. Die Heiler sind hier on point. Unser Paler weiß ziemlich genau, was er machen muss. Auch positioning-mäßig, ne, kann er sich hier immer wieder durchaus einmal zu einer Heiler-Position retten. Und das jetzt natürlich, ja gut, können sich eigentlich leisten, den Zerg jetzt. Können sich eigentlich leisten, den Zerg? Die Allies sind die, die sich nicht leisten können. Sehr schön. Haben wir auch gesehen, Artefakt-Proc jetzt hier von unserem Woke. Ja, will der hinterher, hat Kampfschrei noch aktiv. Und jetzt muss er einen nochmal executen. Da war er auch. Jawohl, schön mit beiden Schwertern durchgezogen, Freunde. Wir haben wieder diese Phase in Legion erreicht und dass man mittlerweile auch schon seit einer geraumen Zeit, wir sind ja fast schon am Ende, ne? Ich glaube so an die 40 Tage noch bis BFA, Freunde. Es wird Zeit, ne? Es wird Zeit. Schneller alle Angel- und Erste-Hilfe-Erfolge machen hier. Was los? Dass man mittlerweile wieder von den Sets sagen kann, wo es her ist, ne? Dass man die Fähigkeiten anhand der Animation erkennt und solche Sachen, ne? Das geht natürlich mittlerweile auch jedem von der Hand hier, der ein bisschen aktiver verfolgt hat, was er denn so ins Gesicht bekommt. Sehr schön, guckt euch das an, hier mit dem Schurken da drauf, Junge, dann machst du nichts mehr. Der CC hier, das erinnert mich ja an unseren Hotstream letztes, ne, wo das Gegnerteam grundsätzlich immer durch CC'd hat mit den Ulzen. So geht's der Katze auch, aber die kommt da gar nicht raus, Junge. Was ein mieses Gefühl. Wobei man sagen muss, von der Allianz, ich weiß nicht, ob sie keinen Bock mehr haben, aber dieses Reingehen so one by one, ja, oder hier jetzt gut two by two, ja, in eine Masse von Hordlern, die stunwütig, die gritwütig und die auch fokuswütig ist, kann man sich jetzt streiten, ob das eine gute Idee ist. Ne? Kann man sich jetzt streiten, ob das eine gute Idee ist. 30 Sekunden vorne bis zum Sieg der Horde. Ich fand, das war ein sehr, sehr angenehmes Pala-BG. Ne? Ich weiß nicht ganz, ob ich euch immer nahebringen kann, wie ich diese, was ich vorhin meinte, mit dem auf Stoffschlei, ich finde, das fühlt sich ein bisschen smoother an beim Paladin, ne? Dann sind mal diese Lichtverstärkung, so bam, und dann, das ist was anderes, als wenn du, wow, mit dem Krieger reinsprichst, ich nehme alles, was ist da denn los? Ja, hier, die Alifa. Ja, die Allianz-Versammlung. Guck mal an hier, unseren Paladin. Der hat seinen Timer da im Blick. 8 Sekunden noch. Wir haben Maximum Disrespect hier, ne? Am Ende in die Phrase. Naja, kann man natürlich machen. Ne? Kann man natürlich nochmal auf den Sack gehen. Mann. 14-2 rausgegangen. Sehr, sehr schönes BG. Ganz angenehme Runde, Freunde. Ich bin eigentlich fürs Zusehen und Zuschicken. Bis dahin, haut rein. Tschüss.